Bevor es losgeht, denk doch bitte kurz daran, auf den Like-Button zu drücken. Und wenn du neu bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine Geschichten. Also viel Spaß. Schau auf diesen Punkt. Das ist hier. Das ist unsere Heimat. Da sind wir. Auf diesem Punkt befindet sich jeder, den du liebst, jeder, den du kennst, jeder, von dem du jemals gehört hast. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat, lebte auf diesem Punkt. Die Gesamtheit unserer Freude, unseres Leidens, tausende von Religionen, Ideologien und Wirtschaftssystemen, jeder Jäger und Sammler, jeder Held und Hasenfuß, jeder Schöpfer und Vernichter von Zivilisation, jeder König und Bauer, jedes junge Liebespaar, jede Mutter und jeder Vater, jedes hoffnungsvolle Kind, jeder Erfinder und Entdecker, jeder Moralprediger und jeder korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder oberste Führer, jeder Heilige und jeder Sünder in der Geschichte der Menschheit lebte dort, auf diesem in einem Sonnenstrahl schwebenden Staubkörnchen. Zitat von Carl Sagan. Nachdem sie uns fest angeschnallt hatten, nahm ich mir einen Moment Zeit, um mich zu entspannen und die letzte Minute der Erdanziehung vor dem Abheben zu genießen. Der Neuling auf dem Sitz neben mir sah schlimmer aus. Schweißperlen bedeckten sein blasses Gesicht. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er so aufgeregt gewirkt, aber ich konnte es ihm nicht verdenken. Der kleine blaue Planet war sein Zuhause und jetzt würde er es verlassen, um nie wieder zurückzukehren. Das erste Mal im Weltraum? Ich lachte und versuchte, die Stimmung oben zu halten. Er nickte, seine Augen immer noch auf das Bedienfeld vor uns gerichtet. Ich würde dir gerne sagen, dass dich die Beschleunigung komplett ausnocken wird, aber das ist nicht der Fall. In dieser Position wird im Grunde Blut in dein Hirn gepresst. Du wirst wach sein und jede Unebenheit auf der Straße spüren, sagte ich freundlich. Dieses kleine bisschen schien seine Trance zu brechen. Er sah zu mir herüber und lächelte schwach. Ich hätte ihm Trost spenden oder ihm sagen können, dass es nicht so schlimm war, aber aus Erfahrung wusste ich, dass scherzhafter Humor unsere Reise ins All am besten unterstützen würde. Ich mache mir keine Sorgen um den Start, sagte er. Es ist nur das Ausmaß des Ganzen, weißt du? Die Countdown-Sequenz begann und ich machte mich bereit, während der Neuling verzweifelt versuchte, seine Atmung zu kontrollieren. 10, 9, 8. Zeit auf Wiedersehen zu sagen, Junge, rief ich ihm zu. 7, 6, 5. Hör nicht auf ihn, sagte unser Pilot. Du wirst es lieben, sobald wir die Atmosphäre durchbrechen. 4, 3. Es geht los, murmelte der Neuling zu sich selbst. 2, 1. Das Shuttle wackelte heftig und wog uns in unseren Sitzen hin und her. Der Neuling hielt aufgeregt seine Augen fest verschlossen, während sich seine Arme fest in die Armlehnen verkrampften. Es dauerte nicht lange, bis unser Raumschiff vom Boden abhob und begann, in den weiten Himmel darüber zu schießen. Es war ein langsamer Start, da sich die Motoren auf maximale Beschleunigung hinarbeiteten. Es war ein intensives Gefühl von Entsetzen und Aufregung, als sich unser Gewicht verdreifachte und uns fest in unsere weniger bequemen Stühle drückte. Vom Start bis zum Weltraum selbst würden etwa 9 Minuten vergehen. Jede würde sich wie eine Ewigkeit anfühlen, bis das Shuttle aus dem Stand auf 27.000 Kilometer pro Stunde beschleunigte. Bodenkontrolle an Shuttle, Sie haben die Startrampe verlassen, teilte uns die Bodenkontrolle über Funk mit. Vielen Dank für die Information. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass wir angefangen haben zu fliegen, scherzte der Pilot, während er über das Bedienfeld schaute, um sicherzustellen, dass uns keine der Warnleuchten mit ihren blinkenden Alarmen begrüßte. Was die Arbeiten vor Ort betraf, waren wir auf einer Routinemission. Laut den offiziellen Dokumenten würden wir eine Woche im Weltraum bleiben, bevor wir zur Erde zurückkehren und sanft in der riesigen Wüste Kasachstan landeten. In Wirklichkeit brachte uns unsere Mission viel weiter von zu Hause weg und es würden Jahre vergehen, bis jemals einer von uns das Vergnügen hätte, je wieder zurückzukehren. Was folgte, waren 5 Minuten intensives Schütteln. Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich geglaubt, wir wären in einen Trockner geworfen worden, während einige Klamotten im Kreis herumrumpelten. Ich fragte mich, wie viele blaue Flecken ich wohl finden würde, sobald wir die Basis erreichten. Endlich öffnete der Neuling seine Augen und dabei hat er den besten Teil unserer Reise noch nicht einmal gesehen. Die herrliche Aussicht auf die Erde, während wir schwerelos im All dahintrieben. Bereiten Sie sich auf die Initiierung vor, teilte uns die Kontrolle über das Funkgerät mit.
Mit dieser Botschaft wurden wir in unseren Sitz nach vorne geschleudert, die Nasen fest gegen das glatte Glas unserer Helme gedrückt und berührten fast das Bedienfeld nur wenige Zentimeter vor uns. Ein lautes Klappern ertönte durch das Shuttle, als sich die Hauptantriebe endlich von unserem Schiff lösten und die sekundären Triebwerke aktiviert wurden. Minuten später waren wir in den Orbit eingetreten und wir drei entspannten uns langsam, während wir auf die dritte Stufe warteten. Frei von der harten Schwerkraft der Erde zu sein, ist ein seltsames Gefühl. Obwohl ich ein großer Mann bin, wirkte ich so unbedeutend, als ob meine Masse nichts gegen das leere Vakuum um unser Shuttle herum bedeuten würde. Es fühlt sich an, als würde man fallen, nur dass es im Universum nichts mehr gab, in das man fallen könnte. Es ist eine totale Freiheit. Hey Daniel, schau dir das an, sagte unser Pilot, als er die Checkliste vor dem Neuling losließ. Sie hing sanft rotierend in einem schwerelosen Zustand, nur Sekunden bevor die dritte Stufe beginnen würde und offiziell unsere Reise zum Mond einläutete. Als wir unsere Nutzlasten zurückließen, hatten wir zum ersten Mal einen freien Blick auf die unendliche Dunkelheit vor uns. Millionen von Sternen begrüßten uns mit ihrer vollen Pracht. Ohne die Erdatmosphäre konnten wir bis tief in den Weltraum sehen. Dort in der Ferne hing ein weißer Himmelskörper, scheinbar klein und unbedeutend. Der breiten Öffentlichkeit unbekannt, war es die letzte Hoffnung der Menschheit. Wir bewegten uns mit einer fast unmöglichen Geschwindigkeit darauf zu, aber im Grunde fühlte es sich so an, als würden wir uns kaum bewegen. Wunderschön, nicht wahr? Fragte ich. Zumindest schien der Neuling ruhiger zu werden. Ohne das buchstäbliche Gewicht der Erdanziehung konnte er sich endlich zurücklehnen und die Reise genießen. Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist das Erstaunlichste, was ich je gesehen habe, sagte er. Er verbrachte die nächsten paar Stunden damit, in die Leere zu starren, immer noch nicht bereit zu glauben, dass er es tatsächlich geschafft hatte. Der Neuling musste kaum 20 gewesen sein, aber er war eigens für eine lebenslange Mission auf dem Mond rekrutiert worden. Und? War es das wert? Fragte ich. Was war was wert? Alles, was du je gekannt hast, hinter dir zu lassen. Dass die Firma deinen Tod vortäuscht und deine Akte von der Erde löscht, damit du das nächste Jahrzehnt in einer geheimen Basis verbringen kannst, versteckt vor der Menschheit. Ich meine, du weißt nicht einmal, was der Job wirklich ist, oder? Er richtete seine Aufmerksamkeit auf mich und beendete seinen Starrwettbewerb mit dem Universum. Er überlegte einen Moment, bevor er endlich antwortete. Mein ganzes Leben lang wollte ich etwas bewegen. Einer der wenigen sein, die sich jemals ins All gewagt haben, um die Wissenschaft voranzubringen. Als die Firma mich kontaktierte, sagten sie mir nicht einmal, wohin ich gehen würde. Sie sagten nur, dass ich die Welt retten könnte. Er war klug, gut gebaut und intelligent. Er hätte ein fantastisches Leben auf der Erde haben können. Er hätte eine Familie gründen, eine Menge Geld verdienen und einfach den ganzen Luxus genießen können, den sein Zuhause zu bieten hatte. Dennoch entschied er sich zu helfen, obwohl er wusste, dass er nie zurückkehren würde. Da wurde mir klar, dass er jemand war, dem ich vertrauen konnte. Die Reise zum Mond dauerte ungefähr 3 Tage, sodass wir viel Zeit hatten, um uns richtig kennenzulernen. Ich hatte den Auftrag, ihn von der Erde abzuholen, und nach den Akten, die sie mir über ihn gaben, war er nicht weniger als ein Genie. Das Schlafen im Weltraum ist seltsam beruhigend. Es gibt keine unbequemen Positionen beim Schweben ohne Höhen und Tiefen, kein Bett, auf dem man liegen muss, kein Herumrollen bei Nacht. Ansonsten war der Flug zur Basis ziemlich langweilig. Der Planet, den wir zurückließen, verschwand langsam in der Ferne und verwandelte sich in einen kleinen blassen Punkt. Die Basis, auf die wir zusteuerten, hieß Ares. Es war eine massive Konstruktion auf der dunklen Seite des Mondes, außer Sichtweite der Menschen auf der Erde. Ares war die größte Schöpfung der Menschheit, die jahrzehntelang verborgen gehalten wurde und nur den 200 dort lebenden Menschen und einer Handvoll auf der Erde bekannt war. Dort hatten wir so gut wie keinen Funkkontakt mit der Erde. Laut des Kommandos war es so unwahrscheinlicher, dass unsere Operation auf dem Mond öffentlich bekannt werden würde. Als wir von der Umlaufbahn des Mondes erfasst wurden, hörten wir ein statisches Geräusch. Bald wären wir mit Ares selbst in Kontakt gewesen. Hier ist Observer 108 am Base Control. Können Sie mich hören? Fragte der Pilot. Hallo Observer, hier ist Base Control. Wir können Sie laut und deutlich hören. Station 7 ist bereit zum Andocken. Machen Sie sich bereit, die Landesequenz einzuleiten. Ich zog eine weitere Checkliste heraus, während der Pilot die nötigen Schalter umlegte. Innerhalb einer Minute näherten wir uns der Andockstation. Die Landung verlief reibungslos und als sich die Luftschleuse öffnete, konnten wir endlich die Beine ausstrecken. Wir wurden sofort von einem Dekontaminationsteam begrüßt und uns wurde befohlen, unsere verschwitzte Unterwäsche auszuziehen und geeignetere Uniformen anzuziehen. Es war mir ein Vergnügen, Rick, sagte der Pilot zu mir, als wir uns trennten. Es war Zeit für die Einführung des Neulings in das System.
Ich brachte ihn zum Büro der Sektion und suchte nach seinem Instructor, Jennifer. Rick, wie geht es dir? Fragte Jennifer, als sie das Büro verließ. Ich sehe dich nicht oft in Sektion 7. Ich bringe dir nur unsere neuesten Wissenschaftler. Stört es dich, wenn ich etwas hierbleibe, um sicherzugehen, dass du nicht zu hart mit dem Jungen umgehst? Sie lächelte und deutete uns beiden, ihr durch die engen Gänge von Sektion 7 zu folgen, während sie die Protokolle und Regeln auf dem Gelände erklärte. Es war ein beeindruckendes Konstrukt. Eine Station, die groß genug ist, um hunderte von Menschen bequem unterzubringen, zusätzlich zu den unzähligen Laboren, Arbeitsplätzen und riesigen Gemeinschaftsbereichen für die großzügigen Ruhezeiten. Die Tatsache, dass sie so lange verborgen gehalten wurde, war eine fast unmögliche Leistung, die Daniels Interesse weckte. Darf ich fragen, wie und warum das hier so lange geheim gehalten wurde? Jen grinste. Es war eine Frage, die jeder Neuankömmling unweigerlich stellte. Eine, die sie genau zu beantworten wusste. Schon mal was vom Manhattan Project gehört? Fragte sie. Ja, das Rennen um den Bau einer Atombombe, damals im Jahr 1939, antwortete Daniel selbstbewusst. 130.000 Menschen arbeiteten zusammen, um die zerstörerischste Waffe der Menschheitsgeschichte zu schaffen. Unterteilt in hunderte von Abschnitten, von denen jeder an einer Bombe arbeitete, die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen werden sollte. Von diesen 130.000 Menschen wussten nur etwa ein paar Dutzend, was das Projekt wirklich bewirken würde. Der Rest blieb im Dunkeln und verursachte unwissentlich den Tod unzähliger Menschen. Das ist... Genauso wurde das Ares-Projekt verborgen gehalten, indem jeder Station ein Puzzleteil gegeben wurde. Somit war es nicht genug, um das ganze Bild zu erkennen. Ich habe es immer geliebt, Jennifers Reden über das Ares-Projekt zuzuhören. Der Blick der Überraschung und des Erstaunens, als sie das Ausmaß der Situation erkannten. Aber eine letzte Information fehlte Daniel noch. Also, was genau machen wir hier? Fragte er schließlich. Bevor Jennifer die Gelegenheit hatte, es zu erklären, gab das Lautsprechersystem eine laute und erschütternde Nachricht aus. Sicherheitszentrale ruft Richard Fender. Melden Sie sich sofort bei Sektion 9. Jennifer und Daniel sahen mich fragend an. Tut mir leid, wir sehen uns später, sagte ich, als ich den Flur entlang eilte. Das Laufen auf dem Mond ist eine besondere Erfahrung. Mit nur einem Fünftel der Erdanziehungskraft verbringt man mehr Zeit damit, durch die Luft zu gleiten, als dass die Füße den Boden berühren. In gewisser Weise fühlt es sich wie Fliegen an und man kann höhere Geschwindigkeiten erreichen, als es zu Hause möglich wäre. Auf der anderen Seite ist es ohne Bodenkontakt schwierig, um Ecken zu manövrieren, weshalb Ares fast ausschließlich mit geraden Gängen gebaut wurde. Innerhalb weniger Minuten hatte ich mich auf dem Weg zum Hauptsicherheitsbüro gemacht. Drin fand ich eine ganze Menge an Wachen und Offizieren, die alle verzweifelt versuchten, sich gegenseitig anzuschreien, um eine Entscheidung zu treffen. »Was ist los?«, fragte ich. Mein Vorgesetzter, Lance Henderson, nahm mich zur Seite, um mich zu instruieren. »Rick, etwas ist neben der PBW-Station 12 gelandet«, sagte er. »Es taucht auf keinem unserer Instrumente auf, aber die Crew schwört es gesehen zu haben.« Partikelbeschleunigungswaffe, Station 12, war die am weitesten von der Hauptbasis entfernte. Sie lag in der Nähe eines größeren Kraters. Es war die letzte einer Reihe von Kanonen, die in den Weltraum zielten. Waffen, die so stark waren, dass sie jeden Meteor abwehren konnten, der der Erde zu nahe kam. »Und was sagen Sie genau?« »Wir wissen es nicht. Wir haben den Kontakt zu Ihnen vor nicht einmal 15 Minuten verloren. Du musst ein Team zur Station bringen und herausfinden, was zum Teufel da los ist.« Ich machte mich auf den Weg zum Hangar. Eine massive Struktur, die sich teilweise unter dem Mond befindet und gleichzeitig als wichtigste Sauerstoffproduktionsanlage dient. Die Mondkruste ist von Natur aus reich an Sauerstoff und durch die Umwandlung des Gesteins haben wir effektiv eine Atmosphäre in der Station erzeugt und konnten sie auch halten. Drei meiner Kollegen, Derek, John und Patrick, trafen mich an einem der Buggies, alle mit Gewehren bewaffnet. Es war kein großes Team, aber mit den wenigen ausgebildeten Wachen, die wir auf der Station hatten, würden die anderen beim Rest zurückbleiben. Wenn uns etwas passierte, sah das Protokoll vor, die gesamte Anlage abzuriegeln und jeden, der in den kleineren Stationen gefangen war, im Stich zu lassen. »Station 12, hier ist Buggy Zealot. Hört ihr uns?« John wiederholte es immer wieder, während wir die unbequeme, stundenlange Reise ertrugen. Es fühlte sich an, als verginge eine Ewigkeit, bis wir die Station erreichten. Es war ein großes Konstrukt, aus dem die Partikelkanone aus dem Boden ragte und in den Weltraum zeigte. Vor der Station lag ein großer, rautenförmiger Felsen, der mit massiven Blasen bedeckt war, von denen einige Risse aufwiesen. »Was zum Teufel ist das für ein Ding?« fragte John. »Ich weiß nicht.
Aber halt deine Waffe bereit. Vor der Station waren noch zwei weitere Buggys geparkt, was bedeutete, dass die Besatzung unmöglich hätte verschwinden können. Station 12, wir betreten die Hauptluftschleuse. Machen Sie sich zum Einstieg bereit, sagte ich, als wir das Eingangstor manuell entriegelten. Wir behielten unsere Helme auf, obwohl die Luftschleuse bereits unter Druck stand und wir hätten atmen können. Wir wussten nicht, was uns auf der anderen Seite erwarten würde, also mussten wir uns auf eine schnelle Flucht gefasst machen. Wir blieben wie angewurzelt stehen, als wir unsere ersten Schritte ins Innere machten. Dort auf dem Boden lag die gesamte Crew vom PBW-12, tot und in unterschiedlichem Maße verstümmelt, ohne Anzeichen von anderen Lebewesen. Es sah nicht so aus, als ob Monster gekommen wären, um die Crew zu ermorden, eher so, als hätten sie einfach beschlossen, sich gegenseitig mit allem, was sie als Waffe finden konnten, abzuschlachten. Einige ihrer Wunden wurden mit chirurgischer Präzision durchgeführt. Aufgeschnittene Kehlen, ein durchbohrtes Herz oder ein zerschmetterter Schädel, während andere eher morbide waren, als hätten sie sich Zeit dafür genommen. Die einzige Unstimmigkeit unter den Toten war ein Mann, der in einiger Entfernung in einer Ecke an der Wand lehnte. Obwohl sein Hals durchstochen war, schien es nicht so, als ob größere Gefäße verletzt waren. Als ich mich bückte, um den gefesselten Mann zu untersuchen, schreckte er plötzlich auf und schrie vor Entsetzen. Hör auf, verschwinde, ich will das nicht! Ich packte ihn, um ihn ruhig zu halten, da ich befürchtete, dass er seine Verletzung verschlimmern könnte. Beruhigen Sie sich, Sie sind in Sicherheit, wiederholte ich immer wieder. Seine Angst verwandelte sich schnell in Verzweiflung, als er die Leichen vor sich auf dem Boden sah. Es tut mir so leid, das wollte ich nicht, sagte er verwirrt vor sich hin. Ich holte ein Beruhigungsmittel aus meiner Tasche und spritzte ihm durch seinen Port. Ich hoffte, dass er bei Bewusstsein bleiben würde, aber zumindest ruhig genug wäre, um uns mitzuteilen, was an Bord der Station passiert war. Ich las den Namen auf seinem Anzug. Frederick. Hey, Frederick. Sieh mich an. Du musst mir erzählen, was hier passiert ist. Nach der Injektion beruhigte er sich etwas. Dann sah er sich sorgfältig im Raum um, als würde er die Ereignisse nacherzählen, die sich zugetragen hatten. Ich habe versucht, mich umzubringen. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte aber die Stimmen. Oh Gott, die Stimmen. Sie haben immer gesagt, dass ich es tun muss. Sie waren so laut, so verdammt laut. Mein Team. Sie haben mich festgenagelt und gefesselt, aber es hat ihnen nicht geholfen. Es tut mir so leid, sagte er und brach dabei immer wieder zusammen. Ich sah zurück zu den toten Besatzungsmitgliedern, die auf dem Boden lagen. Wenn es ihnen gelungen war, ihn zu fesseln, bevor sie starben, wer hatte sie dann getötet? Was ist mit den anderen? Sie hatten gerade angefangen, sich gegenseitig umzubringen, aber sie waren nicht sie selbst. Die Dinge haben sie verändert. Sie haben sie dazu gebracht. Seine Antworten waren nicht wirklich zusammenhängend, aber seine letzte Aussage weckte meine Neugier. Wer? Scheiße. Es waren diese Dinge. Sie kamen vom Schiff. Wir haben sie nicht einmal gesehen, aber sie waren da. Sie sind in unsere Köpfe eingedrungen, haben uns dazu gebracht, es zu tun. Es tut mir leid. Bitte, Sie müssen mir glauben. Oh Gott. Er schwaffelte noch ein paar Minuten lang weiter. Ich deutete Derek, ihn zu betäuben. Er würde die Dinge nur noch schlimmer machen, wenn er in Panik verfiel. Wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollten, ihn sicher zur Station zu bringen, durfte er nicht bei Bewusstsein sein. Keine Sorge, Frederick. Wir holen dich hier raus. Ich verspreche es. Innerhalb einer Minute war er weg und wir holten eine Trage, um ihn herauszubringen. Der Rest der Crew war verloren, zu verstümmelt, um überhaupt in ihre Anzüge zu passen. Wir hatten keine andere Wahl, als sie zurückzulassen. Wir bestiegen unseren Buggy und bekamen sofort einen Funkspruch von der Hauptbasis. Buggy Zilot, hören Sie? Ja, wir hören Sie. Wir haben mit Station 12 Kontakt aufgenommen. Es gibt mehrere Opfer, aber wir bringen einen Überlebenden zurück. Bereiten Sie die Krankenstation vor. Buggy Zilot, wir haben den Kontakt zu den Stationen 4, 6, 8 und 9 verloren. Wir erfassen mehrere Hitzesignaturen an der Oberfläche. Kehren Sie sofort nach Ares zurück. Moment, was zum Teufel ist los? Es entstand eine kurze Pause, während ich auf den nächsten Funkspruch wartete. Hören Sie mich! Dann sagten sie die Worte, die ich am meisten gefürchtet hatte, seit ich dem Projekt zugeteilt wurde. Ein einfacher Satz, von dem ich dachte, dass er noch Jahre davon entfernt wäre, jemals wahr zu werden. Sie sind hier. Thank you.
Wir sicherten unser verletztes Crewmitglied im Buggy, damit er während der Fahrt zurück zur Basis nicht herunterrutschen würde. Was meinen Sie damit? Wie können Sie schon hier sein? Fragte John über Funk. Keine Antwort. Ares! Mit hoher Geschwindigkeit über den Mond zu fahren war keine leichte Aufgabe. Mit all den Kratern war es eine ruckelige Fahrt und der stets präsente Staub erhöhte das Risiko abzurutschen, während wir in Richtung der Basis manövrierten. Buggy Zilot, wir initiieren einen Lockdown. Hangar 2 bleibt geöffnet, bis ihr ankommt, aber Sie müssen sich nach Ihrer Ankunft in Quarantäne begeben. Verstanden. Wir werden in 10 Minuten eintreffen. Nervös überprüfte ich den Horizont nach allen Anzeichen von Bewegung. Was auch immer für Kreaturen in diesen Pods gewesen sein mögen, sie hatten die gesamte Crew von PWW Station 12 umgebracht. Auf dem Rückweg sahen wir jedenfalls noch weitere von ihnen. Jeder Pod hatte die Form eines Diamanten, war obsidian-schwarz und aus irgendeinem glänzenden Material. Sie waren mit blasenartigen Säcken überzogen, einige zerrissen, aber andere noch intakt, pulsierend und zuckend. Sie schienen nahezu nass zu sein, aber jede Flüssigkeit hätte sich im harschen Vakuum des Universums eigentlich verflüchtigt. Wir stellten den Buggy vor dem Hangar ab und hoben Frederick in eine der Service-Luftschleusen. Im Inneren wurden wir mit dem schrillen Geräusch eines Alarms und einem Satz Isolierkapseln für jeden von uns empfangen. Auf der anderen Seite der Luftschleuse stand mein Vorgesetzter. Sie müssen alle die Kapseln betreten, während wir den Raum dekontaminieren, befahl er nervös. Lance Henderson war eigentlich ein ungewöhnlich ruhiger Mann, selbst in den stressigsten Situationen. Ihn also am Rande der Panik zu sehen, ließ mich den Ernst der Lage erst wirklich realisieren. Lance, ist es wahr? Sind Sie wirklich hier? Er nickte ernst. Mehr musste nicht gesagt werden. Damit wusste ich, dass die nächsten Tage das Schicksal nicht nur für uns, sondern für den Rest der Menschheit entscheiden würden. Nachdem wir uns in die Isolierkapseln begeben hatten, bereiteten sie sich darauf vor, uns in die Krankenstation zu bringen. Haben wir irgendwelche Aufnahmen von den PBW-Stationen? Lance schüttelte den Kopf. Das meiste davon wurde beschädigt, als die Kapseln auf der Mondoberfläche erschienen. Wir versuchen, sie wiederherzustellen, aber ich habe keine allzu großen Hoffnungen. Ich melde mich, sobald wir etwas haben, sagte er. Mach einfach das, was die Mediziner dir sagen. Die Sanitäter trugen mein Sicherheitsteam und mich in einen isolierten Raum. Frederick, der sich schwere Halsverletzungen zugezogen hatte, wurde in einen separaten Raum neben uns gebracht. Es war eine Forschungseinrichtung, was bedeutete, dass sie Glaswände zur Beobachtung hatten. Es gab also keine Privatsphäre, als wir uns auszogen, um sterile Kleidung anzulegen. Ihr solltet ihn besser festmachen, er ist nicht er selbst, sagte John, als die Sanitäter Frederick zu einem Krankenbett brachten. Als wir unter Quarantäne gestellt wurden, war ganz Ares bereits komplett abgeriegelt. Jeder, der sich noch außerhalb der Hauptbasis befand, war auf sich allein gestellt. Hinter den Glaswänden sahen wir Besatzungsmitglieder in Panik herumrennen. Sie alle versuchten, ihre Pflichten in Rekordtempo zu erfüllen. Währenddessen schrillten immer wieder Alarme durch die Station. Befehle wurden durch die Lautsprechersysteme gebrüllt und wir konnten nichts anderes tun, als zu warten und nutzlos in der Isolation festzustecken. Lance rief mich über Funk und informierte mich über die Situation. Rick, wir haben deine Testergebnisse in etwa einer Stunde. In der Zwischenzeit versuchen wir, mit jemandem außerhalb der Hauptbasis Kontakt aufzunehmen. Wenn sie da draußen noch am Leben sind, müssen wir einen sicheren Weg finden, sie wieder nach drinnen zu bringen. Hat jemand geantwortet? Nein, aber wir haben mehrere Hitzesignaturen auf der Oberfläche entdeckt. Einige von ihnen stimmen mit den Transpondern der Crew überein, aber... Er verstummte. Aber was? Es sind zu viele. Wir haben nicht so viele Leute auf dem Mond. Das sind definitiv diese Dinge, sagte ich. Meine Stimme war von einer vorzeitigen Niederlage erfüllt. Ja, aber wir haben einige Aufnahmen von Station 12 bergen können. Ich schicke dir die Dateien. Ich drehte mich zu dem an der Wand montierten Computer und tippte meine Zugangsdaten ein. Eine einzelne Videodatei war auf meinem Profil hochgeladen worden. Ein paar Minuten des Filmmaterials. Ich drückte auf Play und bereitete mich auf das Schlimmste vor. Was uns begrüßte, war ein Blick von oben auf das Innere der Station 12, nur eine Stunde bevor wir eintrafen. Die Crew entspannte sich im Freizeitbereich, scherzte herum und wartete auf das Ende ihrer Schicht. Sofort erkannte ich Frederick, der seltsam still in der Ecke stand. Er schien sich auf etwas zu konzentrieren, das in der Aufnahme unsichtbar schien. Hey, hört ihr das? Fragte er. Die Crew verstummte und alle lauschten aufmerksam ihre ruhigen Umgebung. Was sollen wir hören? Ich weiß nicht, das klingt wie... Ohne seinen Satz beendet zu haben, griff Frederick nach einem Stift auf dem nahestehenden Tisch und begann sich selbst in seinen Hals zu stechen.
Blut spritzte aus seiner Wunde und die Crew lief zu ihm, um ihn auf den Boden zu drücken. Was zur Hölle machst du da? Lass mich los! Ich muss das tun! Schrie Frederick vor Protest. Holt die verdammten Kabelbinder! Boss, da draußen ist etwas. Wovon reden Sie da? Nachdem sie Frederick an der Wand festgemacht hatten, fing die Crew an, sich zu sammeln und aus dem winzigen Fenster zu schauen. Alle schienen vom Anblick geschockt. Nach einer Minute griff ihr Chef zum Funkgerät und informierte Ares über das unidentifizierte Objekt. Ares, hier ist PBW Station 12. Wir haben etwas auf der Mondoberfläche entdeckt und ich glaube, dass es hier nicht seinen Ursprung hat. Als Antwort erhielten sie jedoch nur ein statisches Rauschen. Scheiße, der Funk ist abgeschnitten. Robbie, kannst du die Verbindung überprüfen? Ohne zu reagieren, lief das Crewmitglied zu seinem Boss und stach mit einem Schraubenzieher auf ihn ein. Andere versuchten, seine Waffe hoffnungslos festzuhalten und die Situation zu deeskalieren. Lass den verschissenen Schraubenzieher fallen! Befahl einer von ihnen. Aber anstatt weiter zu helfen, richtete er plötzlich seine eigene Waffe auf sich. Er schien verwirrt und ohne groß zu zögern, schoss er sich in sein eigenes Bein. Ungeordnet verteilte sich die Crew. Einige versuchten, ihrem Chef zu helfen, während andere versuchten, ihrem Kollegen die Waffe abzunehmen. Der Mann mit dem Schraubenzieher hatte jedoch bereits den Chef tödlich verletzt und richtete nun seine Aufmerksamkeit auf sich selbst. Er begann immer wieder in seine Schläfe zu stechen. Dabei weinte er. Einer nach dem anderen verfiel demselben Wahnsinn. Innerhalb von Minuten erlag jedes Crewmitglied seinen Wunden. Alles gerade noch rechtzeitig, um Frederick zu retten. Die Aufnahme brach abrupt ab und wir standen sprachlos vor dem Monitor. Und was ist mit den anderen Stationen? Fragte John. Willst du das alles wirklich noch einmal sehen? Wir diskutierten gerade die unbestreitbare Realität einer kommenden Invasion, als wir ein Stöhnen aus Fredericks Raum hören konnten. Er schien aufzuwachen und war glücklicherweise an sein Bett gebunden. Wo bin ich? Fragte er. Sie sind in Sicherheit, Frederick. Der Doktor ist schon auf dem Weg. Bleiben Sie einfach ruhig. Scheiße, Sie sind alle tot, schnappte er. Sie sollten ihm mehr Beruhigungsmittel geben, sagte John. Wo ist überhaupt der verdammte Doc? Ares Chefarzt war ein Neurowissenschaftler im fortgeschrittenen Alter. Der Neuling, Daniel, war sein Nachfolger. Wenn der Doc schließlich in den Ruhestand ging, würde Daniel die Leitung übernehmen. Er wurde speziell für diesen Job ausgewählt. Sie kamen beide ein paar Minuten später zusammen mit Jennifer an. Wir erzählten ihnen, was passiert war, und er machte sich bereit, hineinzugehen, um Frederick zu untersuchen. Lance kehrte ebenfalls zurück, nachdem er durch die Anlage patrouilliert war. Er hatte unsere gesamte Sektion abgeriegelt und jede Luftschleuse mit Wachen versehen, für den Fall, dass etwas durchbrechen sollte. Das Personal war knapp, aber jedes Crewmitglied, ob Wachmann oder Wissenschaftler, war darauf trainiert worden, mit solchen Situationen umzugehen. Dr. Livingston, Sie wurden über den Patienten informiert? Fragte Lance. Ja, mir ist die Situation bekannt, stellte er nüchtern klar. Daniel, kommen Sie mit rein. Wir müssen Ihr Training etwas abkürzen. Ich war sowieso immer der Meinung, dass praktische Erfahrungen am besten funktionieren. Gemeinsam betraten sie den Isolierraum. Jennifer stand draußen Wache, bereit einzugreifen, sollte Frederick erneut in eine Psychose verfallen. Was folgte, war eine Flut unbequemer, aber notwendiger Fragen. Frederick, der erst Stunden zuvor versucht hatte, sich umzubringen, war zweifellos von dieser Erfahrung erschüttert, aber in welcher Trance er auch immer gewesen war, sie war lange vorüber. Sie waren halb durch die Untersuchung, als ein weiterer Alarm durch die Basis hallte. Atmosphärischer Durchstoß in Abschnitt 9. Das gesamte Personal muss den Bereich sofort evakuieren. Lance griff sofort nach seinem Funkgerät und verlangte eine Erklärung. Sektion 9. Hier spricht Sicherheitschef Henderson. Was zur Hölle ist da los? Jemand hat gerade eine der verdammten Luftschleusen gesprengt, schrie eine Stimme von der anderen Seite. Sie haben den Sprengstoff aus der Fabrik verwendet. Wer? Ich weiß es verdammt nochmal nicht. Wir haben einen Transponder von PBW Station 7 verfolgt. Wir haben versucht, ihn über Funk zu kontaktieren, aber er ignorierte uns einfach. Ist der Durchbruch mittlerweile versiegelt? Fragte Lance. Ja, aber mein halbes Team ist im Vakuum gestorben. Der Rest von uns ist dabei, sich die Anzüge anzuziehen, falls das Siegel versagt, aber ich weiß nicht. Er hielt inne und im Funk war ein lautes Hämmern zu hören. Oh mein Gott, sie kommen durch das Siegel. An alle, verschwindet aus. Was folgte, war ein vages Krachen, bevor der Funkkontakt unterbrochen wurde. Verdammt, ich muss los.
Jennifer, bleiben Sie hier und helfen Sie dem Doc, sagte Lance. Auf gar keinen Fall, ich komme mit. Sie werden jede Hilfe brauchen, die Sie bekommen können, argumentierte sie. Und was ist mit uns? Fragte ich. Entschuldigung, Rick, Sie müssen isoliert bleiben, bis die Tests zurückkommen. Keine Sorge, sie werden dich so schnell wie möglich rauslassen. Die beiden rannten die langen Gänge hinunter in Richtung Sektion 9, während wir ohne Chance blieben zu helfen. Daniel und Dr. Livingston beendeten die Untersuchung von Frederick und forderten, dass unsere Tests beschleunigt wurden. 20 qualvolle Minuten vergingen, während wir auf Neuigkeiten zur Situation warteten. Ein gelegentlicher Knall, der durch die Außenhülle von Ares hallte, war das Einzige, was uns Gesellschaft leistete. Über Funk konnte ich Anfragen nach zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen hören, die aus verschiedenen Sektionen um Ares kamen. Es war eine Bitte, die niemand beantworten konnte, und ich fühlte mich völlig nutzlos, so isoliert gefangen zu sein. Dann hörten wir das Geräusch von mehreren Schritten, die durch den Flur rauschten. Wach bleiben! Sie stürmten mit zwei Tragen an uns vorbei. Auf einer von ihnen lag Lance, der aus mehreren Schusswunden in seinem Unterleib stark blutete. Jennifer, was ist passiert? Fragte ich schockiert. Sie ignorierte mich und sie brachten die verletzte Crew in einen separaten Raum. Obwohl wir sie nicht direkt sehen konnten, hörten wir das völlige Entsetzen in ihren Stimmen, als sie vergeblich versuchten, die Blutung zu stoppen. Es war ein hoffnungsloser Fall und aus früher Erfahrung wusste ich, dass Lance es nicht schaffen würde. Nur wenige Minuten später war er verblutet. Jennifer kam in unser Zimmer und starrte mich durch das Glas an. Ihre Augen waren rot von einer Mischung aus Panik und Verzweiflung. Jen, ist er tot? Ich habe ihn getötet, stotterte sie. Was hast du getan? Er ist einfach durchgedreht, fuhr sie fort. Wir haben das durchbrochene Siegel untersucht und obwohl der Rumpf gesichert war, kam etwas hindurch. Jede einzelne Person, die Sektion 9 nicht verlassen hatte, starb auf der Stelle. Wie viele waren es? 37. Jesus Christus. Sie schluchzte einen Moment, bevor sie fortfuhr. Ihre blutüberströmten Hände zitterten sichtlich von der Tortur. Als wir uns anzogen, sagte Lance, er habe etwas gehört. Ich hatte meinen Helm schon aufgesetzt und konnte nicht hören, wovon er sprach, aber dann hat er einfach... Ein weiterer lauter Knall war zu hören, gefolgt von einem Alarm. Was auch immer unsere Leute tötete, sie drangen in die Station ein. Er hat die anderen einfach erschossen und er hätte auch mich getötet. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste mich verteidigen. Ich wollte ihn nur aufhalten, aber die erste Kugel hat ihn nicht einmal aus der Fassung gebracht. Ich habe einfach weiter abgedrückt, bis er seine Waffe fallen ließ. Ich habe ihn getötet. Ich weiß. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Gelegenheit, das Gespräch fortzusetzen, bevor die Sanitäter kamen, um uns rauszulassen. Auch ohne schlüssige Testergebnisse wurde uns befohlen, das Gebiet zu evakuieren. Die gesamte Besatzung an Bord von Ares zog sich in Sektion 5 zurück, den zentralen und sichersten Knotenpunkt der Station. Sie schließen alle Türen in 5 Minuten. Wir müssen gehen. Jetzt! Befahl einer von ihnen. Da wir keine Zeit hatten, um uns anzuziehen, rannten wir in Richtung Abschnitt 5, bereit gegen alle Kreaturen zu kämpfen, die die Station betreten hatten. Ich verstehe es einfach nicht. Sie sollten erst in 5 Jahren hier sein. Wie ist das möglich? Fragte Jennifer. Keine Ahnung, es macht keinen Sinn. Auf unserem Weg kamen wir an zahlreichen abgeriegelten Abschnitten vorbei, die alle durchbrochen waren und deren Atmosphäre durch ein leeres Vakuum ersetzt wurde. Kaum mehr als Staub und die Leichen unserer verstorbenen Besatzung. Mehrere Notrufe kamen von meinem Funkgerät, aber wir konnten nichts tun, um ihnen zu helfen. Alles, was wir tun konnten, war zu hoffen, dass so viele Leute wie möglich es in die Sektion 5 schafften, damit wir einen Kampf gegen die Eindringlinge auf die Beine stellen konnten. Rick, bist du da? Bitte antworten, sagte eine Stimme über den Funk. Ich erkannte sie. Sie gehörte einem der leitenden Sicherheitsbeamten, Brandon Clifford. Ich bin hier. Wir sind auf dem Weg zu Sektion 5. Bist du in Sicherheit? Vergiss Sektion 5. Wir und der Doc müssen sofort ins Hauptlabor kommen. Das Labor? Warum? Er hielt einen Moment inne und stieß ein halbes Kichern aus. Wir haben einen von ihnen.
Mit Billionen Dollar war Ares das teuerste Projekt, das je von der Menschheit geschaffen wurde. Es ließ die Kosten der internationalen Raumstation wie ein Taschengeld erscheinen. Aber für ihren Zweck war es das wert. Unser Ziel war einfach: die Menschheit vor einer unvermeidlichen Invasion retten. Wir hatten sie seit den frühen 70er Jahren vorausgesehen und uns jahrzehntelang auf sie vorbereitet. Trotz unserer Bemühungen hatten die Eindringlinge nur wenige Stunden gebraucht, um uns zum Schweigen zu bringen. Auf einen Schlag hatten sie unser gesamtes Verteidigungsnetz abgeschaltet, mehr als die Hälfte unserer Besatzung getötet und als nächstes stand die Erde auf ihrer Liste. Brandon Clifford hatte bereits ein Team von Ärzten und Ingenieuren in den Laboren von Sektion 3 versammelt, aber da die Hälfte der Station von einem Vakuum verschlungen war, wurde es zu einer schwierigen Aufgabe, dorthin zu gelangen. Anstatt durch das separate Belüftungssystem zu kriechen, zogen wir uns an und durchquerten die abgesperrten Abschnitte. Mit Waffen in den Händen und nach Feinden suchend, machten wir uns langsam auf den Weg zum Labor und beteten, dass der tote Außerirdische uns die Antworten geben könnte, nach denen wir so verzweifelt suchten. Also, Sie haben es getötet, oder? Fragte Jennifer. Ich hoffe. Ich bezweifle, dass wir die Mittel hätten, um es zu befragen, antwortete ich. Außerdem ist es Zeit für eine Revanche. Diese Bastarde haben die Hälfte unserer Crew getötet, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, warf John ein. Als wir endlich Station 3 erreicht hatten, wurden wir von einer Reihe schwerer Metalltüren empfangen. Sie waren stark genug, um dem Vakuum des Weltraums zu widerstehen und womöglich der Kraft einer Nuklearexplosion standzuhalten. Sie mussten manuell aktiviert werden und konnten nur von innen geöffnet werden. Brandon, bist du da drin? Fragte ich über Funk. Rick? Ja, ich bin's. Ich habe mein Sicherheitsteam dabei. Würde es dir etwas ausmachen, diese verdammte Tür zu öffnen? Eine Luftschleuse trennte das Labor vom Rest von Sektion 3. Es wurde in den frühen Phasen von Ares gebaut und diente eher als eine kleine eigenständige Station, als ein Teil des Hauptprojekts zu sein. Zum Glück konnte trotz der vielen Brüche eine Atmosphäre aufrechterhalten werden können. Es war eine massive, kuppelartige Struktur, die in mehrere Mikrolabore unterteilt wurde. Jedes von ihnen war abgeschottet, versteckt und an verschiedene Forschungsteams verteilt worden, die isoliert voneinander operierten. Ganz am Ende befand sich ein Autopsieraum. Er wurde verwendet, um die Auswirkungen der geringen Schwerkraft auf den menschlichen Körper zu untersuchen, aber nun würde es zu einem Ort für die Sezierung eines Außerirdischen werden. Livingston und Daniel waren mit einem Team von Ingenieuren gerade noch rechtzeitig eingetroffen, um den Durchbruch zu entkommen. Ob es ihnen gefiel oder nicht, sie waren im Labor gefangen, ohne genügend Anzüge, um alle herauszuholen. Brandon traf uns am Eingang. Er hatte sich eine massive Schnittwunde im Gesicht zugezogen, die sogar sein linkes Auge verletzte und mit einem groben Verband bedeckt war. Er führte uns zum Autopsieraum. In einer der Ecken bemerkte ich einen Haufen Leichen. Obwohl ich sie nicht persönlich kannte, erkannte ich sie als die Wartungsmannschaft des Labors wieder. Was ist mit ihnen passiert? Ich habe Dr. Livingston und seinen Assistenten hier ins Labor begleitet, um sicherzustellen, dass keines der Dinger sie erwischt. Als wir ankamen, beschwerte sich eines der Besatzungsmitglieder über ein lautes Geräusch. Bevor ich jedoch die Chance hatte, ihn zu fragen, zog er ein Messer hervor und schlug mir ins Gesicht. Ich versuchte, etwas Distanz zwischen uns zu bekommen, aber er hatte kurz darauf angefangen, seine Kollegen zu erstechen, also blieb mir keine andere Wahl, als ihn zu erschießen. Und was ist mit den anderen beiden? Sagte ich und deutete auf ihre ausgestochenen Augen und aufgeschnittenen Kehlen. Sie haben sich einfach in ihre Messer gestürzt und angefangen, sich selbst zu verstümmeln. Ich konnte sie nicht aufhalten, antwortete er düster. Erst als mich das Adrenalin traf, bemerkte ich diese verdammte Kreatur im Flur stehen. Ich kann es nicht einmal erklären. Schau dir das Ding einfach selbst an. Wir betraten den Autopsieraum. Dort, auf dem Tisch, lag eine riesige Kreatur. Obwohl es vage, humanoide Merkmale wie Arme und Beine aufwies, standen sie in keinem Verhältnis zu dem, was auf der Erde funktionieren würde. Seine Haut war kränklich, blassweiß und mit einer schleimigen Substanz bedeckt. Die Arme reichten weit über die eigenen Beine hinaus, die in der Mitte in zwei Hälften gespalten waren. Anstelle von Augen, Ohren oder einem Mund war der Kopf mit tiefen, dunklen Hohlräumen bedeckt. Es gab mehrere Einschusslöcher in seinem Torso, von denen ich annahm, dass sie die Todesursache gewesen sein mussten. Aber trotz des verwendeten hochkalibrigen Gewehrs gab es keine Austrittswunden. Ist es tot? Fragte Jennifer nervös. Keine Ahnung, antwortete Livingston. Seine Temperatur hat sich nicht verändert und es scheint nicht zu bluten. Unser einziger Komfort ist, dass es keinerlei Reaktionsfähigkeit zeigt. Ich sah wieder zu Brandon, der versuchte, mit seinem fehlenden Auge fertig zu werden.
Also, was genau ist mit ihm passiert? Mischte ich mich ein. Naja, das Ding wanderte durch den Flur, bedeckt mit einem seltsamen, schleimigen Film. Ich habe nicht gerade angehalten, um Fragen zu stellen. Ich habe einfach sofort auf es geschossen. 2 verdammte Magazine, um das Ding zu Boden zu bringen. Er warf einen weiteren Blick auf die Einschusslöcher. Die Verletzungen sahen seltsam sauber aus und die Kugeln darin waren scheinbar verschwunden, als hätte die Kreatur sie einfach verdaut. Was denken Sie, Doc? Fragte Brandon. Er murmelte etwas vor sich hin. Es ist eine bemerkenswerte Kreatur. Ich habe meine Theorien, aber ich müsste sie öffnen, um sicher zu sein. Auf was warten Sie dann? Legen Sie los! Schlug Brandon entschieden vor. Seien Sie nicht lächerlich. Dieses Wesen kann man nicht einfach mit einem Skalpell aufschneiden. Seine Haut ist viel zu kräftig. Außerdem werden wir es zuerst scannen. Die Kreatur musste ungefähr 3 Meter groß gewesen sein und so viel, wie wir alle zusammengewogen haben. Zusammen zogen wir es auf einen beweglichen Tisch und schoben es langsam zum CT-Scanner. Einmal hineingeschoben, zögerte Livingston nicht, die Maschine zu starten. Als das Gerät mit der Aufnahme von Bildern begann, war ein lautes Surren zu hören. Verdammt nochmal! Rief Livingston, als der Computer den Scanner stellte. Für das ungeübte Auge sah es einfach wie ein riesiges Leuchtfeuer aus, das den größten Teil des Bildschirms einnahm. Was ist das? Fragte ich. Starburst-Effekt. Es passiert, wenn Metall im Weg einer Röntgenaufnahme ist, erklärte Daniel. Sie müssen etwas in den Kopf dieser Kreatur gesteckt haben und wir werden es entfernen müssen, fuhr Livingston fort, während er davon eilte, um ein paar Werkzeuge zu holen. Augenblicke später kehrte er mit einem Eispickel und einem Hammer zurück. Ohne darüber nachzudenken, begann er in den Schädel der Kreatur zu kommen. Obwohl die Haut ungeheuer dick war, schien sie keine Knochen zu enthalten. Es dauerte also nicht lange, bis er eine kleine Metallkiste herausholte. »Ich müsste es auseinandernehmen, um sicher zu gehen«, sagte Livingston, als er zu seinem Computer ging. »Es sieht seltsam primitiv aus. Vielleicht...« Bevor er den Satz beenden konnte, drang ein hoher Ton aus den Lautsprechern des Raumes. Wir fielen zu Boden und hielten uns qualvoll die Ohren zu. Brandon, der noch auf den Beinen war, rannte hinüber, um Livingston das Gerät aus der Hand zu nehmen. Er warf es zu Boden und begann darauf zu stampfen. Als die Metallbox zerbrach, hörte das Geräusch endlich auf. »Sie Idiot, warum haben Sie das getan?« fragte Livingston wütend. »Warum? Weil es verdammt laut war«, schoss Brandon zurück. Livingston sammelte die Scherben ein und ging, um das Gerät zu inspizieren. In der Zwischenzeit wiederholte Daniel den CT-Scan, diesmal ohne Unterbrechung. Wir warteten ungeduldig, während die Maschine die leblose Kreatur umkreiste und langsam ein Bild produzierte, das ich nicht begreifen konnte. »Wow, das ist unglaublich«, murmelte Daniel vor sich hin, als er über den Außerirdischen schaute. Livingston gesellte sich zu ihm und gemeinsam warfen sie eine Fülle von medizinischem Jargon umher, das keiner von uns verstehen konnte. Nachdem sie ein paar Minuten über die Anatomie der Kreatur diskutiert hatten, begannen sie besorgt auszusehen. Sie eilten zum Funk und trennten ihn schnell ab, bevor sie alle Lautsprecher im Raum zum Schweigen brachten. »Schalten Sie Ihre verdammten Funkgeräte aus!« befahl Dr. Livingston. Im Labor herrschte ohrenbetäubende Stille und wir warteten auf eine logische Erklärung der Ärzte. »Schall. Sie machen all das mit Schall«, sagte Daniel mit einer seltsamen Mischung aus Aufregung und Entsetzen in seiner Stimme. »Schall?« »So versetzen Sie die Leute in Trance. Sie bringen die Menschen dazu, sich selbst und ihre Mitmenschen umzubringen und erscheinen als Stimmen in ihren Köpfen.« Livingston studierte weiter das Gerät und versuchte verzweifelt, seinen Zweck herauszufinden. »Es ist ein Wandel«, sagte er plötzlich. »Es wandelt Schall in Radiowellen um. So kommunizieren sie wahrscheinlich auch im Vakuum. Das bedeutet jedoch, dass sie unsere eigenen Kommunikationskanäle übernehmen können.« »Glauben Sie, dass sie sie gegen uns verwenden können?« Er nickte. »Diese Dinger sind anders als alles, was man auf der Erde findet. Sie haben weder ein zentralisiertes Nervensystem, noch brauchen sie ein Herz, um Blut durch ihren Körper zu pumpen. Wenn überhaupt, ähneln sie Insekten. Außer, dass jedes lebenswichtige Organ in seiner gesamten Masse verbreitet zu sein scheint. Deshalb ist es so schwer, sie zu töten. Das einzig wirksame Mittel, um sich zu wehren, scheint mir Feuer zu sein.« Er hielt inne und betrachtete die Kreatur noch einmal. »Wir müssen es einfrieren. Passen Sie auf, dass es nicht aufwacht.« Wir warfen die Kreatur auf einen Tisch und fingen an, sie in Richtung des Gefrierschranks zu schieben. Er konnte Dinge auf nur wenige Grad vom absoluten Nullpunkt hinunterkühlen. Eine Temperatur, die sogar Atome daran hinderte, sich zu bewegen. »Wir müssen die anderen warnen«,
sagte Jennifer. Senden Sie eine Warnung an Sektion 5, aber fassen Sie sich kurz. Als wir versuchten, die Kreatur in den Gefrierschrank zu schieben, bemerkte ich, dass sie zuckte. Bevor ich die anderen auch nur warnen konnte, erstarrte Brandon einfach. Nein, 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 wiederholte er immer wieder. Der Außerirdische bewegte sich wieder. Nicht stark genug, um aufzustehen, aber er war eindeutig nicht tot. Es ist in meinem Kopf. Holt es raus! Schrie er, als er seine Waffe an seine eigene Schläfe hob. Ich stürzte mich auf ihn und versuchte, seinen Arm festzuhalten. Dabei feuerte er versehentlich eine Kugel ab, die vom Boden abprallte und Livingston ins Bein traf. Als ich versuchte, Brandon niederzuringen, verfielen zwei der anderen Wachen dem Wahnsinn. Ohne zu zögern griffen sie nach jedem scharfen Gegenstand, den sie finden konnten, und begannen an ihrem eigenen Körper herumzuhacken, wodurch sie schnell ausbluteten. Brandon warf mich zu Boden, aber die Waffe war bereits zu weit weggerutscht, als dass er sie hätte erreichen können. Aber anstatt weiter gegen ihn zu kämpfen, schnappte ich mir eine Flasche Isopropanol in der Nähe und schüttete sie über den Außerirdischen. Bevor mich jemand aufhalten konnte, zündete ich ihn an und setzte somit das Monster in Brand. Obwohl es in Flammen stand, ließ es jedoch seinen Griff, den es um unsere Crew hatte, nicht los. Brandon eilte zusammen mit den Ingenieuren herbei, um die brennende Kreatur zu umarmen, und kurz darauf standen sie selbst in Flammen. Die Sprinkleranlage fing an, ein Gemisch aus Kohlendioxid und Trockeneis auszuspucken, aber da die brennende Besatzung alles, was sie berührten, in Brand setzte, brachte es kaum was. Trotz aller Bemühungen wäre das Labor bald nicht mehr intakt gewesen. In der Zwischenzeit hatte Daniel versucht, die Blutung aus Livingstons Bein zu stoppen, aber es erwies sich als vergeblich. »Es ist eine Oberschenkelarterie, ich kann es nicht aufhalten«, sagte Daniel. Zu diesem Zeitpunkt wurden sekundäre Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet, was bedeutet, dass der gesamte Sauerstoff aus dem Labor gesaugt und in das Vakuum des Weltraums ausgestoßen wurde. Normalerweise wäre das kein Problem, aber da die gesamte Atmosphäre in Abschnitt 3 fehlte, bedeutete dies, dass wir sofort in unsere Anzüge steigen mussten. »Wir müssen sofort zu Abschnitt 3 kommen. Jennifer, hast du sie erreicht?« »Sie antworten nicht«, sagte sie panisch. Da ich jedoch keine Zeit hatte, mir einen besseren Plan auszudenken, beeilten wir uns, um unsere Anzüge anzuziehen. Wir hatten genau 2 Minuten, bevor der Sauerstoffgehalt auf tödliche Werte sinken würde. »Warten Sie«, rief Livingston. Sein Gesicht war vom Blutverlust bereits sehr blass geworden, und ich konnte erkennen, dass er nur noch wenige Augenblicke vom Tod entfernt war. »Sie müssen Ihre Funkgeräte deaktivieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie herausfinden, wie Sie unsere Kommunikationskanäle abfangen können. Das bedeutete, dass wir mit wenig bis gar keinem Situationsbewusstsein da draußen waren und nicht in der Lage waren, miteinander zu kommunizieren. Trotz der schrecklichen Erkenntnis wussten wir alle, dass er recht hatte. »Was ist mit Ihnen?« »Wir alle wissen, dass ich am Ende bin. Gehen Sie einfach.« Ich warf einen Blick auf die brennenden Überreste meines ehemaligen Sicherheitsteams. John und Jennifer versuchten immer noch, das Feuer zu löschen, aber es war viel zu spät. »Wie sollen wir sie aufhalten?« »Das können sie nicht«, sagte Livingston, wobei seine Stimme mit jedem Wort schwächer wurde. »Aber sie können die Erde warnen. Gebt ihnen eine Chance.« Wir rüsteten uns in Rekordtempo und machten uns bereit, die Labortüren zu öffnen. Die Luftschleuse würde bis zum Erlöschen des Feuers verschlossen bleiben, was letztendlich bedeutete, dass wir zusehen mussten, wie Livingston erstickte, bevor wir überhaupt nach draußen gehen konnten. Jennifer schnappte sich ein kleines Whiteboard, mit dem wir auch ohne Funkkontakt kommunizieren konnten, aber der Gedanke, taub rauszugehen, machte mir Angst. »Wird das nicht umsonst gewesen sein?«, keuchte Livingston, als das letzte bisschen Luft aus dem Raum gepumpt wurde. Sekunden später verstummte er auf dem Boden. »Es ist Zeit zu gehen«, sagte ich zu den verbliebenen Überlebenden, als wir die Türen aufschlossen. Der Tod war auf unserer Mission schnell zu einem schicksalshaften Begleiter geworden, aber wenn wir die Erde warnen konnten, wäre es ein Versuch wert gewesen. Es gibt viele Missverständnisse, wenn es um den qualvollen Tod geht, den man im Vakuum des Weltraums erleben kann. Wenn zum Beispiel der Anzug eines Astronauten versagt und ihn der weiten Leere aussetzt, wie lange würde es dauern, bis er endgültig stirbt? Würde das Blut zu kochen beginnen oder würde man einfach explodieren, ohne dass man dem inneren Druck des Körpers standhalten könnte?
Vielleicht erfriert man auch einfach. Glücklicherweise ist das alles nicht der Fall. Der Körper hält viel mehr aus, als man denkt. Flüssigkeiten kochen nicht, wenn sie sich in einem geschlossenen System befinden. Noch kann etwas so schnell gefrieren. Wärme kann unserem Körper nicht so leicht entkommen, ohne in etwas übergeleitet zu werden. In Wirklichkeit ist der Tod eines Astronauten im Weltraum ein erschreckender, aber schneller Prozess. Einmal mit der ewigen Dunkelheit des Weltraums konfrontiert, gibt es keine Hoffnung mehr aufs Überleben. Es gibt nur wenige natürliche Öffnungen am menschlichen Körper. Zuerst wird dir die Luft aus deiner Lunge gesaugt, egal wie sehr du versuchst, den Atem anzuhalten. Es ist einfach eine vergebliche Aufgabe und kurz darauf kollabierst du innerhalb von ein paar Sekunden. Dann wird der Inhalt, der einmal langsam durch deinen Verdauungstrakt gelangt, herausgezogen. Nach ungefähr 15 Sekunden verlierst du das Bewusstsein. Zuvor bemerkst du aber noch, wie dein Speichel zu kochen beginnt und die Äderchen in deinen Augen anfangen zu reißen. Und dann, mit vollen Hosen und einem schwindenden Bewusstsein, resigniert dein Körper und du bist dazu bestimmt, für immer durch das All zu treiben, ohne dass dein Körper verrotten kann. Das sind die Gedanken, die sich jedes Mal in meinen Kopf setzen, wenn ich einen Anzug für jedweige Außenaktivität anziehe. Nur war dieses Mal das gefährliche Territorium nicht das All oder die Oberfläche des Mondes. Es war unsere eigene Basis. Beim Einmarsch der Aliens wurde sie in ein Vakuum getaucht und wir konnten nur beten, dass einige überlebt hatten. Bei jedem normalen Weltraumspaziergang hatten wir unsere Kommunikationskanäle, um miteinander zu sprechen. Aber da die Aliens unsere Funkgeräte kaperten, um uns zu töten, hatten wir keine andere Wahl, als in Stille umherzuwandern. Nichts weiterem als einem kleinen Whiteboard, um einfache Nachrichten zu übermitteln. Wir vier machten uns mit Gewehren in der Hand auf dem Weg zur Sektion 5. Es war der Hauptknotenpunkt für eine Evakuierung, aber nach der kläglich gescheiterten Autopsie des ersten gefangenen Aliens verloren wir den Kontakt. Da wir jedoch das Schlimmste befürchteten, konnten wir kaum mehr tun, als es selbst zu überprüfen. Jennifer kritzelte etwas auf das Whiteboard und hielt es vor uns hoch. Abkürzung, hier entlang. Da wir nicht antworten konnten, hatten wir keine andere Wahl, als Jennifers Anweisungen zu folgen. Sie brachte uns zu einer Service-Luftschleuse, die seit dem Bau von Ares nicht mehr benutzt wurde, aber zumindest erlaubte sie uns, die meisten der von den Außerirdischen gespickten Gänge zu umgehen. Als wir draußen und auf der Mondoberfläche ankamen, standen wir Dutzenden neuer Kapseln gegenüber. Jeder hatte ein Alien beherbergt, aber sie waren nirgends in Sicht. Wir blieben also weiterhin wachsam, während wir uns zum Diensteingang von Sektion 5 schlichen. Unsere bisherige Theorie war, dass die Aliens uns anhand der Funksignale orteten, aber ob sie uns auch ohne finden könnten, blieb eine unbeantwortete Frage. Waffen bereit, schrieb Jennifer auf das Whiteboard, als wir uns aufmachten, um hineinzugehen. Ich hielt erwartungsvoll den Atem an, betäubt vom Geräusch des Fächers meines Anzugs. Bei der zeitweiligen Unterbrechung konnte ich fühlen und hören, wie sich meine eigenen Organe bewegten, sowie die Schläge meines rasenden Herzens und das Blut, das durch meine Arterien schoss. Als wir die Luftschleuse öffneten, erwartete mir ein Luftstrom aus dem mittleren Abteil. Wir wurden jedoch mit einem weiteren Vakuum konfrontiert. Mir drehte sich der Magen um, als mir klar wurde, dass Sektion 5 untergegangen sein könnte. Wir hoben unsere Waffen, bereit uns allen Monstrositäten auf der anderen Seite zu stellen. Die Türen öffneten sich und was wir vor uns sahen, ähnelte Ares kein Stück mehr. Der gesamte Abschnitt war zerstört und die Luft durch ein leeres Vakuum ersetzt. Die Wände waren mit verkohlten Überresten von bläulichem Fleisch bedeckt und auf dem Boden lagen verstümmelte Körperteile, die sowohl unserer eigenen Crew als auch den Außerirdischen zu gehören schienen. Ich durchsuchte den Raum nach einer Erklärung und fand schnell ein massives Loch im Rumpf der Sektion. Mit einem letzten Verzweiflungsakt hat wohl jemand den Abschnitt gesprengt, in der Hoffnung, so viele Außerirdische wie möglich zu töten und scheinbar gab es auf unserer Seite keine Überlebenden. Trotz ihrer heldenhaften Bemühungen gab es immer noch Hunderte von Aliens, die den Rest von Ares durchstreiften. Jennifer eilte zum zentralen Kontrollpanel und startete es auf wundersame Weise, während der Rest von uns den Bereich sicherte. Ohne ein einziges Wort, um unsere Freunde und Kollegen zu betreuen, machten wir uns an die Arbeit. Unsere erste Aufgabe bestand darin, die Bodenkontrolle zu kontaktieren und sie vor der drohenden völligen Zerstörung zu warnen. Unser Leben schien im Vergleich zum Schicksal der Erde schmerzlich unbedeutend. Leider waren die wenigen Satelliten, mit denen wir Kontakt zu unserer Heimat aufnehmen konnten, entweder außer Reichweite oder wurden während der Invasion bereits zerstört. Ohne ein Kommunikationsmittel mussten wir sie selbst warnen, was wiederum eine Evakuierung der Station bedeutete. Aber vor einer Evakuierung mussten wir die verbliebenen Überlebenden an Bord von Ares finden. Innerlich bettelte ich darum, dass jemand entkommen sei, aber
tief im Inneren wusste ich, dass es kaum mehr als eine kindliche Hoffnung war. Wir haben versucht, alle bekannten Wärmesignaturen über das System zu verfolgen. Es war ein langsamer Prozess, die zahlreichen Eindringlinge herauszufiltern, aber wir warteten geduldig in der Hoffnung, dass sie uns währenddessen nicht finden würden. Es gab ein paar Besatzungsmitglieder in der Sektion, die es geschafft hatten, ihre Anzüge vor dem Gemetzel anzuziehen. Daniel ging zu jedem Einzelnen und suchte fleißig nach Lebenszeichen, aber genau wie der Rest der Crew waren sie bei der Explosion ums Leben gekommen. Ohne die Hilfe meines eigenen Gehörs Wache zu halten, war eine fürchterliche Aufgabe. Ab und zu warf ich Jennifer einen Blick zu, um zu sehen, ob sie Fortschritte mit dem Computer machte, und obwohl ich ihr Gesicht durch den Helm nicht sehen konnte, konnte ich an ihrer Körpersprache erkennen, dass die Nachricht nicht gut sein würde. Sie verlor schnell das letzte Quäntchen Hoffnung, das sie noch hatte. Nach ein paar schmerzhaften Minuten hielt sie das Whiteboard hoch. 154 Eindringlinge, schrieb sie. Ich starrte sie mit einer Mischung aus Schock und Ehrfurcht an und wusste nicht, was oder wie ich antworten sollte. Stattdessen zeigte ich nur auf die vielen Leichen, die in der Sektion verstreut waren, in der Hoffnung, dass sie den Kern meiner Frage verstehen würde. Sie säuberte das Whiteboard und schrieb eine einzelne Ziffer darauf. 0. Ich zuckte mit den Schultern, um zu fragen, was unser nächster Plan wäre. Die Fabrik, schrieb sie als Antwort. Die Fabrik war die Testeinrichtung für unsere Waffen gewesen, ein paar Schritte von der Hauptbasis entfernt. Zum Zeitpunkt der Invasion war sie wochenlang nicht bemannt gewesen. Es war einfach eine Forschungsstation, die selten genutzt wurde, wenn wir tatsächlich neue Technologien ausprobieren mussten. Jedenfalls besaß sie mehrere Fluchtkapseln, aber was Jennifer genau in dieser Station wollte, blieb eine unbeantwortete Frage. Zumindest schien sie nicht übernommen worden zu sein. Die Tatsache, dass von dort keine Funksignale ausgesendet wurden, bedeutete, dass die Außerirdischen dort wahrscheinlich nicht aufgetaucht waren. Mit einem Mal sprang Jennifer auf die Füße und zeigte hektisch auf den Computerbildschirm. Es schien, dass unsere Aktivitäten in Sektion 5 die unerwünschte Aufmerksamkeit der Außerirdischen auf sich gezogen hatte, und sie steuerten direkt auf uns zu. Sofort zogen wir uns zurück zur Luftschleuse und hofften, dass wir dort herauskommen würden, bevor sie uns sahen. Leider waren wir zu langsam und die Monstrositäten hingegen zu schnell. 5 von ihnen kamen herein und starrten uns nur verwirrt an. Sie schienen nicht zu verstehen, wie wir ihrem hypnotischen Klang und ihren Radiowellen widerstehen konnten. Ohne zu zögern eröffneten wir das Feuer auf sie und gingen langsam rückwärts zum Ausgang. Als die Aliens erkannten, dass wir uns wehren konnten, stürmten sie mit beeindruckender Geschwindigkeit auf uns zu. John stellte sich vor uns und schoss mit absoluter Präzision 3 Kugeln in einen von ihnen. Er schien es ausgeschaltet zu haben, wenn auch nur vorübergehend, aber er blieb zu lange stehen, sodass er von einem von den Dingern gepackt wurde. John, rief ich dummerweise und vergaß, dass er mich nicht hören konnte. Es war zu spät. Kaum hatten sie ihn berührt, richtete er die Waffe auf sich selbst und drückte ab. Die Kugel durchschlug seinen Unterleib und Blut spritzte durch das entstandene Loch heraus, verweilte vorübergehend im Vakuum, bevor es zu kochen begann. Unabhängig von der Kugel würde das Vakuum ihn in weniger als eine Minute töten. Wir konnten nichts anderes tun, als weiterzuschießen, als wir uns in die Luftschleuse zurückzogen. Wir konnten ihn nicht mehr retten, also schlossen wir die Luftschleuse und warfen ihm einen letzten, mitleidigen Blick zu, als sein Blut im unnachgiebigen Vakuum des Weltraums brodelte. Wirf einen Blick aus deinem Fenster. Bewundere die Schönheit, die die Welt erblickt. Die Bäume, der Himmel, das Lachen der Kinder. Sie laufen herum und wissen nicht, dass ihre Zeit auf Erden jeden Moment enden könnte. Es könnte in weniger als einer Sekunde passieren, während sie zum Beispiel nachts ruhig schlafen, und sie würden es nicht einmal bemerken. Stell dir vor, du fährst von der Arbeit nach Hause. Ein kurzer Blitz erfüllt den Himmel und dann nichts. Die Welt geht unter und hinterlässt keine Spur von Leben. So würde ein Gammastrahl aussehen, eine riesige Energiequelle, die von kollidierenden Sternen erzeugt wird, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. Andererseits könnte ein klumpenfalsches Vakuum ebenso leicht alles Leben im Universum auslöschen. Es würde unter den Regeln der Physik zusammenbrechen und alles zerstören, was die Menschheit jemals war oder sein könnte. Wir würden es nicht aufhalten können. Sonneneruption, schwarze Löcher oder sogar die Umkehrung der magnetischen Pole. Das Universum ist eine endlose, gnadenlose, schreckliche Leere voller Unsicherheit.
Unser Platz darin ist absolut unbedeutend. Wir sind nur Parasiten, die in einer feindseligen Blase verweilen, die bereit ist, jeden Moment zu zerplatzen. Dennoch nehmen wir uns nie einen Moment Zeit, um unser Glück wirklich wertzuschätzen. Jeder Atemzug könnte dein letzter sein, also stell sicher, dass es sich lohnt. Das waren die Worte, die mir durch den Kopf schossen, als ich zusah, wie John leblos zu Boden fiel, gestorben durch seine eigene Hand. Es waren Worte meines alten Professors, eines Genies mit nihilistischer Persönlichkeit, der wirklich sicherstellen wollte, dass wir alle verstanden, wie zerbrechlich das Leben wirklich ist. John hatte seins für uns gegeben und war standhaft, als die Außerirdischen uns anstimmten. Doch sie braucht nur eine einfache Berührung, um sein Dasein zu beenden. Dieses Bild, die Angst und die Überraschung werden für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Wir rannten durch die Luftschleuse und versiegelten sie auf unserem Weg, um sicherzustellen, dass nie wieder etwas anderes durchgekommen wäre. Zurück auf der Mondoberfläche mussten wir um Ares 3 Stunden herumlaufen, nur um zur Fabrik zu gelangen. Wir konnten nicht einmal einen Buggy nutzen, damit wir nicht von seinem automatischen Tracking-System entdeckt wurden. Es waren 2 Stunden vergangen, seit wir unsere Sauerstofftanks gestartet hatten, aber mit den modernen Tanks konnten wir leicht 8 Stunden durchhalten, bevor uns der Sauerstoff ausging, was uns ausreichend Zeit ließ. Wenn wir Glück hatten, hatte die Fabrik noch ein funktionierendes Lebenserhaltungssystem, obwohl sie bereits die letzten 2 Jahre offline war. Wir gingen langsam, erschöpft vom Kampf und der anschließenden Flucht. Obwohl die Schwerkraft im Vergleich zur Erde nur 1/6 betrug, erschwerten unsere Anzüge die Bewegung. Auf der Flucht hatte Jennifer das Whiteboard fallen lassen, sodass wir keine Kommunikation mehr hatten. Längst hatte die Nacht die Mondoberfläche erobert und sie in ewige Dunkelheit getaucht. Die malerische Aussicht, von der die meisten Astronauten schwärmen, mit der strahlenden Erde im Hintergrund, war keine, die wir miterleben durften. Da Ares sich auf der Rückseite des Mondes befand, hatten wir kaum mehr als winzige Sterne, die den Himmel erfüllten und uns kaum genug Licht lieferten, um die dunkle, karge Landschaft vor uns zu beleuchten. Zumindest konnte uns so die Dunkelheit während unserer Flucht Deckung bieten. 2 Stunden waren vergangen, als wir uns langsam der Fabrik näherten. Unser Weg wurde von unseren schwachen Taschenlampen erhellt, die absichtlich niedrig eingestellt waren, um nicht entdeckt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir die Spitze des Aussichtsturms der Fabrik gerade noch sehen und wussten, dass wir mittlerweile nahe dran waren. Als wir eine Pause machten, um das prächtig hohe Bauwerk zu bewundern, bemerkten wir, dass etwas über den Himmel trieb, kaum sichtbar in der Dunkelheit des Weltraums. Es war eine weitere Kapsel. Sie schoss herunter und erzeugte beim Aufprall einen kleinen Krater. Wie die anderen war sie obsidian-schwarz mit mehreren Blasen, von denen jede einen Eindringling zu enthalten schien. Ich warf den anderen einen letzten Blick zu und versicherte ihnen, dass wir uns bis zum Schluss behaupten würden. Da wir nirgendwo anders hinlaufen konnten, hatten wir keine anderen Möglichkeiten. Die erste Blase platzte und eine schleimige Flüssigkeit versuchte herunterzurieseln, siedete und verdampfte jedoch, bevor sie überhaupt auf den Boden fallen konnte. Einer der Außerirdischen kroch heraus und stand auf. Ohne zu zögern eröffneten wir das Feuer und schossen mehrere Schüsse in Kopf und Rumpf des Wesens. Nach ungefähr 15 Schüssen hatten wir es endlich geschafft. Bevor wir aber reagieren konnten, platzten die restlichen 5 Blasen und weitere Monstrositäten krochen heraus. Dieses Mal warteten wir nicht einmal, bis die Flüssigkeit verschwunden war und eröffneten sofort das Feuer. Auf der Erde wäre das Spektakel laut genug gewesen, um Trommelfälle zum Bersten zu bringen und den Feind über Kilometer hinweg zu warnen. Doch auf dem Mond war solch ein Mord ein stiller Prozess. Jedes Geräusch, das in den Kammern unserer Gewehre entstand, wurde schnell unterdrückt, als es auf das leere Vakuum traf. Das Einzige, was wir hören konnten, waren die Vibrationen, die sich durch unseren eigenen Körper ausbreiteten und uns bei jedem Abzug heftig zittern ließen. Mit begrenzter Munition dauerte es jedoch nicht lange, bis sie uns ausging. 2 Außerirdische, beide von Kugeln durchlöchert, stürmten uns weiter an. Ich traf einen mit den Kolben meines Gewehres und stieß ihn damit zu Boden. Ich schlug weiter und hielt keine Sekunde inne, bis es kaum mehr als ein Haufen Hackfleisch glich. Der zweite, der sich durch den Kugelhagel durchsetzen konnte, stürmte auf Daniel zu. Mit seinem massiven Arm packte er seinen Oberkörper. Innerhalb einer Sekunde war Daniel ihrer Kontrolle zum Opfer gefallen und richtete seine Waffe auf sich selbst, bevor er abdrückte. Aber nichts geschah. Seine Waffe war leer. Als seine erste Option fehlschlug, versuchte Daniel, seinen Raumanzug zu zerreißen. Eine unmögliche Aufgabe, die dem Außerirdischen zum Glück unbekannt war. Sowohl Jennifer als auch ich rannten auf die Kreatur zu und schlugen sie zu Boden, zerschmetterten ihren widerwärtigen Körper mit unseren leeren Gewehren und hielten nicht an, bis sie starb. Daniel wurde von ihrer Kontrolle befreit, aber wurde dabei bewusstlos. Schnell untersuchten wir seinen schlaffen Körper, Verletzungen oder Löcher im Anzug,
aber abgesehen von seinem vorzeitigen Schlummer schien er in Ordnung zu sein. Wir sahen uns an und erkannten, dass wir ihn den Rest des Weges tragen mussten. Ich war noch nie so dankbar für die geringe Schwerkraft gewesen. Kurz darauf kam der Rest der Fabrik in Sicht. Ein beeindruckendes Gebäude voller leerer Flure und gescheiterten Experimenten, von denen die meisten über meiner Freigabestufe lagen. Sie war nach der Entwicklung der PWW-Station aufgegeben worden. Sie waren das Beste, was unsere Technologie zu bieten hatte, und doch waren sie innerhalb der ersten Stunde nach der Invasion eliminiert worden. Unsere Absicherung und die letzte Hoffnung der Menschheit gegen ein unvermeidliches Ende waren zerstört. Während ich Daniel auf meinem Rücken trug, kamen wir durch eine Luftschleuse. Vor uns lag ein riesiges Netz von Fluren, die fachmännisch organisiert waren, um alles Vertrauliche außer Sichtweite zu halten. Durch den Mangel einer Wartungsmannschaft war die Station in Dunkelheit gehüllt und es gab nur eine minimale Anzahl von Notlichtern, die uns den Weg wiesen. Leider wurde während unserer Abwesenheit die Lebenserhaltung abgeschaltet, sodass wir uns auf die ständig abnehmende Sauerstoffzufuhr in unseren Anzügen verlassen mussten. Die Fabrik hatte wie Ares auch ihre künstliche Atmosphäre verloren. Natürlich waren bei jeder Luftschleuse Sauerstofftanks über die ganze Station verteilt, aber wir waren immer noch in unseren Anzügen, während wir arbeiteten. Sowohl Jennifer als auch ich waren dort während unserer Zeit an Bord von Ares stationiert. Ich vermutete jedoch, dass sie mehr über die Station wusste als ich, während sie uns ohne zu zögern durch die langen Gänge führte. Nach mehreren Drehungen und Wendungen landeten wir vor einer riesigen Kontrollzone. Es war dunkel und jedes System war deaktiviert, um Strom zu sparen. Jennifer durchsuchte den Raum und fand schnell einen Notizblock und einen Stift. Sie hob beides auf und notierte ein einziges Wort. Faraday. Dann schaltete sie ihr Funkgerät ein und ich setzte Daniel auf einen der Stühle, um sicherzustellen, dass er noch genug Sauerstoff zur Verfügung hatte. Mit leichter Beklommenheit schaltete ich mein eigenes Funkgerät ein und zum ersten Mal, seit wir die Labore in Sektion 3 verlassen hatten, konnten wir miteinander sprechen. Jede größere Station hier ist in einem faradayischen Käfig gebaut worden. Nichts kann rein oder raus, ohne mit dem Mainframe verbunden zu sein. Es sollte also funktionieren, solange wir nur die Funksysteme unserer Anzüge benutzen, sagte Jennifer. Okay, also macht es dir etwas aus, mir zu sagen, was wir eigentlich machen? Sollten wir nicht den Mond verlassen, um die Erde zu wahren? Fragte ich. Ich weiß nicht, ob wir das können. Wieso? Laut den Aufzeichnungen in Sektion 5 versuchten 2 Shuttles zu evakuieren, aber keines schaffte es von der Oberfläche. Diese Kreaturen müssen unsere Systeme verfolgen. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht eine bessere Chance, aber dennoch. Haben wir überhaupt eine Chance? Sie seufzte. Vielleicht, aber zuerst müssen wir etwas anderes tun. Was meinst du damit? Haben Sie dir jemals von einem Projekt namens The Last Resort erzählt? Ich wusste sofort, was das Projekt beinhaltete. Es war etwas, worüber ich während meiner Einweihung gelesen hatte, aber damals waren es kaum mehr als Gerüchte gewesen. Nur eine Theorie, von der keiner von uns jemals geglaubt hat, dass sie Wirklichkeit werden würde. Als ich den Schock verarbeitete, wachte Daniel auf. Er bemerkte schnell, dass wir uns unterhielten und schaltete sein eigenes Radio ein. Können wir wieder miteinander reden? Sind wir sicher? Ich schüttelte den Kopf. Noch nicht, aber Sie können uns hier nicht hören. Das ist eine Erleichterung. Ich war kurz davor, verrückt zu werden. Jennifer unterbrach ihn. Nichts davon ist mehr wichtig. Es ist an der Zeit. Zeit für was? Fragte Daniel. Wir werden Ares in die Luft jagen. Es wird eine Zeit kommen, in der das letzte Wort von dem letzten lebenden Menschen gesprochen wird. Ein Moment, der von keinem gehört wird, der von der Zeit selbst vergessen wurde. Es wird eine Zeit kommen, in der die Liebe stirbt und das letzte Herz aufhört zu schlagen. Eine letzte Umarmung, bevor der Tod uns trennt. Die Menschheit wird bei all ihrem Wert, wie so viele andere Spezies vor uns, zugrunde gehen. Wir werden es bekämpfen, aber es ist egal. Unsere Zeit wird irgendwann kommen. Es wird eine Zeit kommen, in der alle Hoffnung verloren scheint. Aber wir werden nicht aufgeben, denn unser Leben und das Leben derer, die wir lieben, ist es wert, dafür zu kämpfen. Als wir uns auf unsere letzte Mission vorbereiteten, rief ich mir die Ereignisse der vergangenen Tage in meinem Kopf.
Etwas an der Situation stimmte nicht. Wir hatten die bevorstehende Invasion in den letzten 50 Jahren beobachtet, aber ihre Ankunft hatten wir völlig übersehen. Es macht keinen Sinn, flüsterte ich mir selbst zu und vergaß, dass alles an die anderen übertragen wurde. Was macht keinen Sinn? Fragte Jennifer. Ihre Anzahl. Wir haben sie doch gezählt. Ungefähr 150 Signaturen an Bord von Ares. Eine seltsam kleine Truppe, die 5 Jahre früher als geplant eintraf. Wie erklärt ihr euch das? Das Schiff, das wir 1970 entdeckt hatten, hatte die Größe der gesamten Vereinigten Staaten. Aber es ist nicht hier. Was meinst du damit? Mischte sich Daniel ein. Was ist, wenn das noch ein Spähtrupp ist? Was ist, wenn die Hauptinvasion noch 5 Jahre entfernt ist? Wenn sie alle in Ares eingesperrt sind und wir es in die Luft jagen, sollte uns das genug Zeit geben, zur Erde zu gelangen und sie zu warnen. Meine Worte, obwohl sie Trost spenden sollten, erhellten die Stimmung kaum. Wenn ein Spähtrupp das Beste, was wir zu bieten hatten, ausgehebelt haben, fürchte ich, sind wir total am Arsch, antwortete Jennifer. Zumindest wissen wir nun, wie sie funktionieren. Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass das der beste Vorteil ist, den wir haben können. Wir müssen es zurück zur Erde schaffen, sagte ich. Theoretisch war es ein einfacher Plan, aber selbst wenn es uns gelänge, Ares in die Luft zu jagen, würde es nicht sicherstellen, dass jeder einzelne Außerirdische bei der Explosion auch starb. Also, wie Last Resort, was ist das? Fragte Daniel. Weißt du, wie Nikola Tesla an der drahtlosen Stromübertragung gearbeitet hat? Fragte Jennifer. Daniel nickte. Nun, es ist dasselbe Prinzip, nur eben mit einer Waffe. Es ist ein Gerät, das elektrische Systeme durch Überladung irreversibel beschädigt. Für Menschen ungefährlich, aber es könnte jede feindliche Station nutzlos machen. Leider hat das den Nebeneffekt, dass alles in Stücke gerissen wird, also haben wir es als letztes Mittel umfunktioniert, falls etwas Ares übernehmen sollte. Besser als alles mit Atombomben zu töten, nehme ich an. Keine Sorge, die haben wir auch, aber lass uns nicht umbringen, solange wir noch eine Chance haben, schoss ich zurück. Am Ende wussten wir, dass mindestens einer von uns entkommen musste, um eine Warnung an die Erde zu senden. Wenn wir dabei diese Bastarde töten konnten, war das nur ein kleiner Bonus. Bevor wir die Waffe jedoch abfeuern konnten, mussten wir die Energiezufuhr der Fabrik wiederherstellen. Jennifer würde diese Aufgabe übernehmen und in den Keller gehen. Dort angekommen, konnte sie den Strom von den benachbarten Stationen umleiten. In der Zwischenzeit würden Daniel und ich den Aussichtsturm besteigen, von dem aus das Last Resort kontrolliert werden konnte. Sobald sie aktiviert und Ares zerstört war, würden wir uns in den Haupthangar zurückziehen und beten, dass eines der Flucht-Shuttles noch funktionsfähig war. Scheiß drauf, lass uns heute nicht sterben, sagte Daniel. Sobald wir diesen Raum verlassen, können wir nicht mehr kommunizieren. Sollten sie unsere Kanäle kapern, sind wir erledigt. Wir müssen in den nächsten Stunden absolute Funkstelle aufrechterhalten, egal was passiert, befahl ich. Sie nickten und schalteten schnell ihre Funkgeräte aus. Es war an der Zeit, das stille Vakuum draußen wieder zu betreten. Kaum hatte ich mein eigenes Funkgerät ausgeschaltet, bereute ich es, keine tröstenden Worte gesprochen zu haben. Soweit ich wusste, könnten dies unsere letzten Worte gewesen sein. Wir verließen den Kontrollraum, ausgestattet mit wenig mehr als Papier und Stiften. Jennifer rannte sofort in die unteren Stockwerke, während Daniel und ich zum Aufzug gingen, der zum Aussichtsturm führte. Da der Strom größtenteils ausgeschaltet war, funktionierte der Aufzug auch nicht, was bedeutete, dass wir die Leiter im Schacht selbst hinaufsteigen mussten. Es war ein anstrengender Aufstieg, trotz der geringen Schwerkraft. Wir machten langsame Fortschritte, aber waren entschlossen, die Erde zu retten. Daniel warf mir einen Blick zu und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sein Gesicht war schweißnass, sowohl vor Nervosität als auch vor Erschöpfung. Ich gab ihm eine Reihe grundlegender Anweisungen, welche Schalter ein- und welche ausgeschaltet sein sollten. Er befolgte gewissenhaft die Befehle, während ich anfing, die Waffe neu zu programmieren. Während die Grundfunktionen zwar aktiv waren, mussten wir warten, bis Jennifer den Strom wieder einschaltete, bevor wir die Zündsequenz starten konnten. Schnell verging eine halbe Stunde und ich wurde nervös. Nach weiteren 10 Minuten war ich kurz davor, nach ihr zu suchen. Während ich Daniel eine Instruktion aufschrieb, bemerkte ich, dass eines der Lichter anging und uns darauf aufmerksam machte, dass der Strom zurückgekehrt war. Ohne zu zögern starteten wir die Sequenz und zählten die Sekunden bis zur Aktivierung herunter. Sogar vom Aussichtsturm aus konnten wir den Gipfel von Ares kaum sehen, ein Ort, an dem Hunderte von großartigen Leben und Billionen unwichtiger Dollar verloren gegangen waren. Es war alles umsonst gewesen. Dann war die Waffe endlich geladen. Bereit, schrieb ich auf ein Blatt Papier. Er nickte und wir feuerten die Waffe ab.
Einen Moment lang befürchtete ich, dass Ares zu wenig Sauerstoff hatte, um sich in einer Explosion zu entzünden, aber diese Zweifel wurden schnell erstickt, als eine gewaltige Explosion am Horizont auftauchte. Tonnen von Trümmern schossen von der Mondoberfläche hoch, stark genug, um der Umlaufbahn zu entkommen. Ein paar Sekunden später rumpelte der Boden unter uns. Stoßwellen können zwar kein Vakuum durchdringen, aber die Explosion selbst hatte ausgereicht, um den Boden zu erschüttern. Heilige Scheiße, konnte ich von Daniels stummen Lippen ablesen. Ich habe versucht, Ares nach identifizierbaren Hitzesignaturen und Funksignalen abzusuchen, aber nach der Explosion konnte ich nur noch ein statisches Bild erhalten. Es gab keine Möglichkeit zu wissen, wie viele Außerirdische die Explosion überlebt hatten, aber ich wusste, dass sie, was auch immer von ihnen übrig war, direkt auf uns zusteuerten. Wir evakuierten den Turm. Zum Glück war der Aufzug neben dem Rest der Station aktiviert worden, sodass wir nicht nach unten klettern mussten. Es war ein kleiner Sieg, aber er war mit der Kehrseite einer sich wiederherstellenden Atmosphäre verbunden. Als der Strom zurückkehrte, wussten wir, dass es nun einen Moment dauerte, bis die Generatoren unten im Keller eine effektive Atmosphäre erzeugten. Bald würden wir atmen und hören können. Nach allen messbaren Metriken lief uns aber die Zeit davon. Der Hangar in der Fabrik war gefüllt mit Versuchsfahrzeugen, die meisten nur für lokale Reisen und keines hilfreich bei unserer Flucht. Trotzdem war die Fabrik mit mehreren Fluchtshuttles ausgestattet, von denen zwei noch angedockt waren. Auf der Erde hat Brennstoff gewöhnlicherweise nur eine Haltbarkeit von etwa 3 bis 6 Monaten. Kerosinkraftstoff hingegen kann Jahre halten, ohne sich zu verschlechtern, und die Fabrik hatte reichlich davon. Als wir unten ankamen, begann ich mit dem Tanken. Trotzdem war Jennifer nirgendwo zu sehen. Nachdem der Tankvorgang begonnen hatte, ging ich zu einem Kontrollpult und suchte nach Lebenszeichen in der Nähe. In der Ferne, nur 1 Kilometer entfernt, konnte ich Dutzende von Kreaturen sehen, die sich uns näherten. Scheiße, schrie ich. Die Worte hallten nur in meinem eigenen Anzug wieder. Wir brauchten immer noch eine Stunde, um es voll zu tanken, und basierend auf der Geschwindigkeit der Eindringlinge würden sie kurz davor hier sein. Die Stunde tickte langsam und mit jeder verstrichenen Minute näherte sich unser Tod. Ich konnte es nicht riskieren, noch länger zu warten, also gab ich Daniel ein Zeichen, dass er bleiben sollte, während ich nach Jennifer suchte. Anhand ihrer Signatur verfolgte ich sie bis in den Keller der Fabrik und rannte unberechenbar herum. Ich eilte durch die schwach beleuchteten Flure und begann langsam das Echo meiner eigenen Schritte zu hören. Bis dahin war die Atmosphäre fast vollständig wiederhergestellt. Der Keller war ein riesiger Raum, gefüllt mit Generatoren, die Mondstaub in Sauerstoff umwandelten. Jennifer bewegte sich von Generator zu Generator und deaktivierte sie, um die Luftproduktion zu stoppen. Sie trug nicht einmal mehr einen Helm. Ich näherte mich und bemerkte, dass jede Säule neben den Generatoren mit Sprengladung bestückt waren. »Wir müssen sie aufhalten«, schrie sie, als sie meine Anwesenheit bemerkte. Ich nahm meinen eigenen Helm ab und atmete abgestandene Luft ein. »Wir verschwinden gleich, komm schon!« »Es ist zu spät. Sie sind fast hier. Wir müssen diese Station mit uns nehmen.« Ich warf einen Blick auf die Ladung und bemerkte, dass sein Timer langsam ablief. Innerhalb der nächsten halben Stunde würde die Station explodieren und wenn wir nicht entkommen könnten, würden wir mit ihr in die Luft fliegen. Wo hast du das Zeug überhaupt gefunden? Ich habe hier gearbeitet, erinnerst du dich? Jetzt setz deinen Helm wieder auf, ich bin dabei, die Luft von diesem Ort herauszulassen. Damit verschwand die Atmosphäre wieder und wir wurden in ewige Stille getaucht. Wir verließen den Keller und eilten zurück zum Shuttle, das noch 10 Minuten davon entfernt war, vollgetankt zu sein. Als ich das Shuttle vorbereitete, standen die anderen in einem unangenehmen Schweigen da. Wir wussten alle, dass die Station jederzeit überrollt werden konnte, aber wir hatten weder Waffen noch die Anzahl, um uns zu wehren. Ich warf einen Blick auf das Kontrollpult. Die Blinkzeichen auf dem Radar kamen immer näher. Dann spürten wir es. Der Hangar bebte, als die ersten Türen aufsprangen und wir waren immer noch nicht bereit zu verschwinden. Wir sahen uns an. Zweifel und Angst standen in unseren Gesichtern. Dann ein weiteres Rütteln, als eine zweite Tür aufgebrochen wurde. Sie kamen näher. In weniger als 5 Minuten wären sie bei uns gewesen. Wie lange noch? Schrieb Jennifer auf das Papier. Ich hob meine Hand und zeigte ihr, dass wir noch 5 Minuten brauchten, bevor wir starten konnten. Ich schaute auf die Tür und fragte mich, wann sie aufgehen und die Monstrositäten hereinstürmen würden, um uns zu töten. Ich wusste, was zu tun war. Jemand musste sie vom Hangar wegführen und sie in einen anderen Teil der Station locken. Als ich mich umdrehte, sah ich Daniel im Shuttle, wie er ein tragbares Funkgerät vom Armaturenbrett löste. Er hatte die gleiche Erkenntnis wie ich gemacht und hatte vor, sich zu opfern. Ich versuchte es ihm wegzunehmen, aber er stieß mich weg und eilte zur Tür.
Bevor sie sich schloss, konnte ich sehen, wie er das Funkgerät einschaltete und ein Durcheinander von Funksignalen erzeugte, das die Außerirdischen anziehen würde. Da es aber nicht in seinem Anzug verbaut war, konnten sie ihn auch nicht kontrollieren. Er rannte in die entgegengesetzte Richtung des Hangars und die Außerirdischen folgten ihm fleißig. Jennifer und ich stiegen zögernd in das Shuttle ein und brachten es sofort zum Laufen. Sie zeigte zurück in die Richtung, in die Daniel gelaufen war, aber es war sinnlos. Er hatte uns eine Gelegenheit gegeben und wenn wir sie nicht nutzten, würden wir an seiner Seite sterben. Wir schossen durch die Evakuierungstunnel und erreichten genug Geschwindigkeit, um der schwachen und instabilen Schwerkraft des Mondes leicht zu entkommen. Selbst dann konnten wir nicht sprechen, bis der Sauerstoffgehalt im Shuttle stieg. Alles, was wir tun konnten, war aus dem Fenster zu starren und darauf zu warten, dass die Sprengladungen explodierten. Ohne Sauerstoff, um das Feuer zu tragen, konnte es keine nennenswerte Explosion geben. Die Station brach einfach zusammen, als die Strahlen verdampften und alles, was noch darin war, tötete. Daniel hatte uns das Leben gerettet und dabei das, was vom Spähtrupp übrig geblieben war, mitgenommen. In sicherer Entfernung angekommen, nahmen wir endlich unsere Helme ab, hielten aber das Funkgerät ausgeschaltet. Wir haben es geschafft, sagte Jennifer mit düsterer Stimme. Es war ein bittersüßer Sieg und ich seufzte traurig und erleichtert zugleich. Wir hatten es versäumt, die Erde zu beschützen und Ares wurde von einem einfachen Spähtrupp ausgeschaltet. Nur dank des Heldentums unserer gefallenen Freunde bekamen wir die Chance, die Erde zu wahren. Wir haben die erste Welle überstanden, aber wie bereits vermutet, wird uns in den nächsten 5 Jahren eine viel größere Armee erreichen. Mit den aktuellen Technologien und den vielen Kriegen, die wir auf der Erde untereinander ausfechten, haben wir keine Chance. Dies wird unser letzter Kampf sein und die einzige Hoffnung auf den Sieg besteht darin, als Einheit zusammenzustehen.